Herr Dr. Kurz, die Einführung eines Mehrwegbechers in Mannheim. Es gehen ja immerhin 32.000 Einwegbecher jeden Tag über den Tresen, über die Ladentheke. Es war auch Teil des Beteiligungshaushalts, das in Mannheim eingeführt wird. Das war wohl ein lang gehegter Wunsch, hat aber auch einen Zusammenhang mit größeren Zielen der Stadt Mannheim, zum Beispiel im Leitbildprozess oder den SDGs, den Sustainable Development Goals. Ja, ich freue mich sehr, dass wir diese gemeinsame Aktion realisieren können. Herr Walter hat es angesprochen. Der eine Aspekt, der natürlich sehr positiv ist, es ist eine Anregung aus der Bürgerschaft, die aufgegriffen worden ist und die jetzt dann auch in der Umsetzung eben jetzt keine rein städtische Aktion ist, sondern nur funktionieren kann im Zusammenspiel gerade auch mit privaten Akteuren, mit den Anbietern der Gastronomie. Und insofern auch ein schönes Beispiel eben, wie man gemeinsam positiv die Stadt bewegen und gestalten kann. Hat natürlich zwei Dimensionen. Das eine ist die, kann man fast schon sagen, globale Anforderung, weniger Energie zu verbrauchen, weniger Müll zu erzeugen. Das zweite ist natürlich ganz unmittelbar das Lokale, dass wir gemeinsam für ein sauberes Stadtbild ringen, um es ringen, für es streiten. Und diese Thematik bewegt uns sehr. Ein wesentlicher Aspekt ist natürlich das, was täglich durchaus auch an Müll produziert wird und eben nicht korrekt entsorgt wird. Jetzt kann man versuchen, auf der Entsorgungsseite irgendwo anzusetzen. Das ist einigermaßen mühsam. Man kann versuchen, auf der Erzeugungsseite in Anführungszeichen anzusetzen. Das ist das, was wir mit diesem Becher hier versuchen. Natürlich kann man warten und appellieren in Richtung Bundesgesetzgeber auf Regulatorik oder ähnliches. So lange wollten wir aber nicht warten, sondern machen hier den Versuch, ob tatsächlich etwas erreicht werden kann durch Bewusstseinsbildung, durch eigenes Zutun, durch das andere Verhalten, veränderte Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten. Ein groß angelegter Versuch, ich glaube 30.000 Becher sind zunächst einmal produziert. Wenn sie regelmäßig wieder eingesetzt werden, dann wäre das ein signifikanter Beitrag für all die Ziele, die ich gerade angesprochen habe. Insofern von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an die Breite derer, die hier mitmachen. Und das ist ja alles andere als selbstverständlich, sind ja nicht nur lokale Akteure, sondern sind auch große Ketten mit eingebunden. Und wenn das einigermaßen funktioniert, ist das sicher auch ein Signal, das möglicherweise über unmittelbar den Standort noch mal deutlich hinausreicht. Ja, also schönen Dank an all diejenigen, die bereit sind, diesen durchaus großen und ambitionierten Versuch gemeinsam zu gehen. Frau Bürgermeisterin Kuballa, in Ihrem Ressort ist auch die Abfallwirtschaft und die Sauberkeit verankert. Was geben Sie der Kampagne mit auf den Weg? Am besten und abfallarm ist natürlich, wenn man seinen Kaffee einfach mal im Café trinkt. Mannheim hat ja eine gute Kaffeekultur, eine lange Kaffeekultur auch, Kaffeehauskultur und auch Kaffeeröstereien. Also ich trinke meinen Kaffee erstmal am liebsten auch im Café. Wir haben hier auch das Café Brühl und viele andere, auch die Kaffeehäuser. Das ist abfallarm und ich denke, man sitzt da auch gemütlicher. So erstmal die Botschaft vielleicht vorneweg, aber für alle Menschen, die ihren Kaffee gern unterwegs genießen wollen, also in die Hand nehmen wollen, mobil sein wollen, den Kaffee einfach mal im Kaffeehaus kaufen und dann sich woanders hinbegeben, woanders hinsetzen wollen. Für diese haben wir dieses Mehrwegsystem auf den Weg gebracht, denn 32.000 Becher, Einwegbecher, das ist einfach zu viel, die konsumiert werden, das erzeugt Abfall, das ist natürlich überhaupt nicht zukunftsfähig. Und dieses Mehrwegsystem, dieser Becher, dieser Mannheim-Becher, der heute hier Ihnen vorgestellt wird, das ist unser Beitrag dazu, diese Menge an Plastik-Einwegbechern zu reduzieren. Ich möchte mich erst einmal bei allen bedanken, die hier mitgemacht haben, natürlich auch hier, die das initiiert haben. Es ist ja ein Wunsch auch aus der Bürgerschaft gewesen, dieses To-Go-Mehrwegbechersystem auf den Weg zu bringen. Und das haben viele mitgemacht, die Klimaschutzagentur, aber eben auch Herr Pauls, Herr Ockert hier von Aktive aus der Innenstadt, aber eben auch viele, die
hier mit dazu beitragen, dass dieses Mehrwegsystem auch gut funktionieren kann. Und das sind ja auch schon Akteure, die lange am Thema dran sind zum Teil, also Café Brühl, Café Boland, die Universität, die haben schon unseren Preis gewonnen, den wir letztes Jahr Umweltpreis ausgelobt haben, nämlich Einfälle statt Abfälle. Da haben sie dieses Mehrwegsystem schon vorgestellt, mitgemacht. Sie sind jetzt auch ganz wichtige Akteure. Aber es sind auch viele dabei, die sicherstellen, dass dieser Mehrwegbecher hier auch wirklich in der Stadt und in der Region verwendet werden kann, eingesetzt werden kann, also Görz und Krimminger. Und Sie sehen sie alle, 14 Teilnehmer, Unternehmen, die hier mitmachen, die sicherstellen, dass dieses System dann auch gut funktionieren kann. Und ich möchte mich hier bei allen bedanken, die dieses System in den letzten Monaten hier auf den Weg gebracht haben, die es organisiert haben, die es auch möglich machen, dass wir heute diesen Becher vorstellen können, aber auch es möglich machen, dass wir diesen Becher hier in der Stadt und in der Region bekannt machen können, dass er eingesetzt wird, dass er verwendet wird. Und ich wünsche dem System da auch ganz viel Erfolg, damit wir hier gemeinsam nicht nur Abfall reduzieren, sondern dass wir hier auch eine deutliche Botschaft für eine zukunftsfähige Verwendung dieser Mehrwegbecher aussetzen. Herr Erik, was bedeutet das denn, der Mehrwegbecher, direkt für Sie in Q6, Q7? Der Mehrwegbecher ist ein wichtiges Thema zur Vermeidung von Plastikmüll, von der Belastung der Umwelt. Und insofern ist es natürlich von unserer Seite her nur selbstverständlich, dass wir uns in Mannheim an so Themen natürlich beteiligen. Ich hole vielleicht mal kurz aus, was für mich das generelle Thema Kaffee bedeutet. Und letztendlich haben wir ja die ganze Woche hier das Thema Kaffee bei uns im Hause. Und insofern geht es bei dem Thema Kaffee nicht nur um das reine Genussmittel, sondern um das Thema der Schaffung von Atmosphären, der Schaffung von Wohlfühlbereichen. Und es war uns in Q6, Q7 extrem wichtig, dass wir halt nicht nur den Bereich des Shopping haben, sondern dass wir eine Entwicklung haben, was letztendlich einem Stadtquartier gerecht wird. Wir haben hier in Q6, Q7 verschiedene Destinationen im Bereich des Kaffeegenusses angefangen vom Basement über die Küche, den Bäcker Görz bis ins EG O'Julia, dann auch Café Brühl. Und insofern freue ich mich, dass wir diese Woche das Thema Kaffee behandeln können und dementsprechend vielleicht auch ein Stück weit ein Bewusstsein schaffen können, dass wir mit unserer Umwelt, und so kommt auch wieder der Link zu dem Mehrwegbecher, dass das Bewusstsein zu unserer Umwelt ein Stück weit geschärft wird. Nämlich auch die Herstellung und die Herkunft des Kaffees ist für uns extrem wichtig. Insofern freue ich mich auf diese Woche, was letztendlich mit der zur Verfügungstellung für die Öffentlichkeit am Samstag des Mehrwegsbechers dann auch die Krönung findet. Herr Pauls, Herr Ockert, Sie haben von Anfang an mitgekämpft für die Einführung. Sie sind ja wirklich Protagonisten, hier auch der Innenstadt, wo das Problem auch auftritt, der Mehrwegbecher. Beschreiben Sie doch mal, wie Sie an das Thema von Anfang an rangegangen sind. Ich muss sagen, für uns geht heute ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Wir diskutieren seit Jahren gemeinsam darüber in unterschiedlichen Runden. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass es etwas länger gedauert hat, weil wir jetzt einen Becher haben, der wirklich auch allen Ansprüchen genügt. Das war vielleicht vor einiger Zeit noch nicht sehr der Fall gewesen. Für uns sind es zwei Aspekte, warum wir von Anfang an dabei gewesen sind. Das ist einmal die mehrfach erwähnte Sauberkeit, die immer wieder angesprochen wird, auch in Befragungen von Bürgern und von Kunden. Und der zweite Punkt ist für uns aber das Thema Aufenthaltsqualität. Da gehören die Cafés dazu, da gehört wiederum die Sauberkeit dazu. Und dass wir daran sehr, sehr stark arbeiten, und deswegen war das für uns ein Anliegen und deswegen freuen wir uns auch heute, dass es jetzt geklappt hat. Und es sind ja schon einige mit dabei. Das ist nicht so ganz einfach, alle da zu bewegen. Deswegen freuen wir uns bei denen, die jetzt dabei sind. Aber es wird unsere Aufgabe sein, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr dazu führen. Also es kann nicht bei denen bleiben, wie es jetzt ist, sondern es gibt eine ganze Reihe von Kandidaten sozusagen, mit denen wir jetzt sprechen werden, um dann vielleicht bis zum Mitte des Jahres, Ende des Jahres noch eine größere Anzahl dabei haben. Das ist unser Ziel und da auch noch intensiv weitere Gespräche zu führen. Sind Sie auch noch auf Werbetour, Herr Ockert, sozusagen dafür? Ja, ich glaube, wir sind nicht nur auf Werbetour, sondern wir sollten in der Tat versuchen, das jetzt Erreichte auch in die Zukunft weiter zu transportieren. Denn so schön der
aktuelle Erfolg ist. Den richtigen Durchbruch werden wir erst erleben, wenn wir das wirklich nachhaltig etablieren. Und ich könnte mir neben der Akquisition von weiteren Akteuren und Anbietern, beispielsweise Großbäckereien, vorstellen, dass wir auch städtische Institutionen einbinden, ganz voran die EMCOM mit doch beträchtlichen Zahlen bei Kongressen. Vielleicht könnte man im ersten Jahr, da bin ich jetzt einfach mal etwas mutig, so eine Art Empfangspaket für die Messebesucher kreieren, in dem der Becher einfach drin ist, um einen Anreiz zu liefern. Das Gleiche gilt letzten Endes dann für die Kunsthalle, die ja auch viel Besucherströme generieren wird. Ein weiterer Punkt könnte sein, um das Thema in der Öffentlichkeit präsent zu halten, dass man sich überlegt, eine Vorgabe zu machen, eine Zielerreichung. Wir nehmen uns vor, eine bestimmte Anzahl von Bechern und deren Nutzungsintensität zu etablieren. Das Ganze könnte man in periodischen Zeitabständen dann durch Berichterstattung aktuell halten, um dann am Ende einer Periode zu sagen, wir haben das Ziel erreicht oder wir müssen das eine oder andere noch machen, um das Ziel dann tatsächlich zu erreichen. Also das könnten Überlegungen sein, um wie gesagt in Richtung Dauerhaft und Nachhaltigkeit das Thema voranzutreiben. Frau Golli, beeindruckende Liste an Unternehmen, die schon dabei sind. Also da sind einige dabei, da war ich wirklich positiv überrascht, was sie dabei sind. Finde ich ganz toll, da sie Erklärung setzt, wie das System funktioniert. Besten Dank. Also bleib deinem Becher treu. Wir, die Initiatoren hinter der Kampagne, haben damit zwei große Ziele. Zum einen ganz klar, was eben schon erläutert wurde, wir möchten die Einwegbecherflut verringern, auf das Minimum bringen. Das zweite große Ziel ist, Mehrwegbecher, das heißt die Nutzung von Mehrwegbechern, für wirklich alle attraktiv zu gestalten. Das heißt sowohl für diejenigen, die Coffee to go verkaufen, als auch für all diejenigen, die Coffee to go am Ende konsumieren. Und die Kampagne sieht nun zwei wesentliche Punkte vor. Ich muss jetzt etwas vortreten, denn hier sind meine Materialien. Das eine ist, eine einheitliche Struktur zu schaffen. Das heißt, für den Endkonsumenten eine Transparenz zu schaffen, dass ich mit meinem Mehrwegbecher in jedes Café, in jede Bäckerei, in jede Coffee-to-go-Verkaufsstelle gehen kann und diesen Becher befüllt bekomme. Das erkennt der Kunde daran, dass wir sehr einheitliche Materialien geschaffen haben. Sie sehen hier zum Beispiel den Aufsteller, die Postkarten, die Plakate und vor allen Dingen der Aufkleber, anhand von draußen gleich erkennbar ist, dass dieser Betrieb das Thema Mehrwegbecher unterstützt. Das heißt, es gibt überhaupt gar kein Problem mehr. Man kann jetzt einfach mit seinem Mehrwegbecher, ob das jetzt ein solcher Thermobecher ist oder ein Bambusbecher, ihn einfach befüllen lassen. Das ist das eine der Kampagne. Der zweite Schritt der Kampagne und deswegen auch dieser Becher ist, ein System zu schaffen, das einheitlich ist und damit für jeden Gastronom oder für jeden Coffee-to-go-Anbieter nutzbar. Das heißt, dieser Becher kann nämlich in einem Pool-System getauscht werden. Sie haben also die Möglichkeit zu sagen, ach, ich habe den Becher heute Morgen vergessen oder ich habe gar keine Tasche, um ihn den ganzen Tag mit mir rumzutragen. Das heißt, ich habe eine wirklich sinnvolle, nachhaltige Alternative zum Pappbecher. Und das heißt, man kann diesen Becher dann bekommen, kriegt seinen Kaffee da drin und wenn man aus irgendeinem Grund nicht mehr den Becher mit sich rumtragen möchte, dann gibt man ihn wieder ab. Das ist der Vorteil der Kampagne, es für den Kunden zum einen sehr, sehr attraktiv zu machen und für die Coffee-to-go-Betreiber wiederum sehr, sehr flexibel. Das heißt, je nachdem, wie die Verkaufsstelle ausgestattet ist, zum Beispiel mit einer Spülmaschine, ja oder nein, oder was kann ich überhaupt noch anbieten, kann ein Unternehmen in dieser Kampagne einsteigen und je nachdem auch, wie sich der Markt entwickelt, gegebenenfalls aufsatteln. Sprich, und das macht diese Kampagne auch so einzigartig, sie ist A, flexibel für den Unternehmer und B, unglaublich praktisch für den Kunden. Die beteiligten Betriebe setzen jetzt ausschließlich auf den Mehrwegbecher oder haben auch noch die eigenen Becher? Ganz genau. Es gibt kein Ausschlusskriterium. Das heißt, man kann selbstverständlich weiterhin Einwegbecher haben. Man kann auch selbstverständlich seine eigenen Mehrwegbecher zum Beispiel für Marketingprodukt im Sinne von der Marketing weiterhin führen. Wir freuen uns aber über jeden, der sagt, das ist uns zu wenig, wir gehen einen Schritt weiter und schaffen die Pappbecher ganz ab. Da haben wir tatsächlich Teilnehmer, die das sogar tun. Das heißt, wenn ich mir einen Becher
oder einen Kaffee in den Becher hole und den Becher damit rumtrage, muss ich eine Gebühr zahlen, 4-5 Euro, die ich dann als Pfand danach wieder zurückbekomme? Oder wie ist das bisher geplant? Besten Dank für die Frage. Nein, Sie zahlen tatsächlich einmalig die 4 Euro für den Becher. Er ist in dem Sinne entweder Ihr Eigentum, das heißt, Sie können ihn nur noch für sich privat nutzen, oder wenn Sie sich dann dafür entscheiden, beim Tauschsystem teilzunehmen, dann geben Sie ihn ab und bekommen dafür eine Pfandmarke. Und sobald Sie wieder sagen, ich möchte wieder einen neuen Kaffee, geben Sie die Pfandmarke ab und bekommen dafür einen neuen Becher. Das heißt, es ist eher als eine Nutzungsgebühr einzustufen, als eine Art Bezahlung. Herr Oberbürgermeister, wir haben heute eine ganz besondere Aktion, lauter eine besondere Aktion. Was ist denn die spezielle Bedeutung für Mannheim, für diese ganz tolle Aktion? Ich glaube, das Besondere jetzt bei der Aktion in Mannheim, Einwegbecher zu vermeiden und zum Mehrwegbecher zu kommen, ist, dass wir so viele Beteiligte haben. Da tatsächlich doch eine ganze Reihe von Unternehmen, und zwar eben auch Ketten dabei, die sich eben mit angeschlossen haben, die auf dieses System zum Teil ganz umstellen oder zumindest es mit anbieten. Und das ist natürlich etwas, was uns optimistisch stimmt, dass es entsprechend gelingt, hier einen Schritt voranzukommen. Also ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass dieser Plastikmüll langsam verschwindet. Sie setzen da eine große Hoffnung rein in dieses Projekt, dass das... Ja, man muss ja sehen, natürlich kann man sagen, entweder das muss der Bundesgesetzgeber entsprechend regeln. Darauf wollten wir nicht warten. Wir haben die entsprechende Initiative aus der Bevölkerung gehabt, macht auch ein entsprechendes Angebot, tut etwas dafür. Das ist gemeinsam gelungen mit den Unternehmen hier vor Ort. Und ich hoffe, dass das auch jenseits einer gesetzlichen Regelung einen entsprechenden Erfolg hat und sich durchsetzt. Also es ist ein gutes Beispiel von unten nach oben. Genau. Bürgerschaftsanregungen aufgenommen und in Mannheim verantwortlich ist das Klimaschutzbüro, die haben das Projekt. Genau. Die Klimaschutzagentur hat sich darum gekümmert, hat die Idee aufgegriffen, hat entsprechende Partner angesprochen aus der City-Werbegemeinschaft, aus dem Stadtteilverein hier, aus den Unternehmen, und wir haben entsprechend positive Resonanz gefunden, sodass das jetzt eine gemeinschaftliche Aktion geworden ist. Also gemeinsam geht alles besser, wir drücken die Daumen, dass Dankeschön. Alles so wird, wie wir es vorstellen. Herzlichen Dank. Frau Bürgermeisterin, Sie sind natürlich bekannt dafür, dass Ihnen die Umwelt ganz, ganz wichtig ist, dass Sie einen ganz hohen Stellenwert für Sie hat. Deswegen sind wir jetzt auch gerade im Thema Nachhaltigkeit. Was bedeutet dieser neue Becher, dieses neue Projekt für die Nachhaltigkeit und für die Umwelt bei uns in der Stadt Mannheim? Ja, Nachhaltigkeit, das heißt Zukunftsfähigkeit, hat natürlich viele Facetten. Wir sehen hier auch, Kaffee sollte auch nachhaltig angebaut werden. Das ist ja auch ein Interesse der Ausstellung. Aber wir haben auch ein Interesse, dass die Kaffeeversorgung, also dass die Konsumenten sich mit Kaffee versorgen, auch nachhaltig geschieht. Wir haben im Moment Einwegsysteme, das heißt to go. Menschen kaufen ihren Kaffee, ihren Tee, tragen den weg, und dadurch entstehen natürlich Riesenmengen von Abfall, und das ist natürlich nicht zukunftsfähig. Also wir haben jetzt hier ein Mehrwegsystem etabliert mit dem Becher, und wir wollen gerne, dass hier viele mitmachen. Wir haben schon 14 Unternehmen gefunden, die auch mitmachen, die auch hier sich zu diesem Mehrwegbecher bekennen und sagen, wir wollen hier in mitgebrachte Becher auch Kaffee ausschenken, und wir hoffen, dass jetzt auch die Konsumenten, also die jungen Menschen insbesondere, die ihren Kaffee gerne hin und her tragen, dann auch diesen Becher nehmen, und nicht nur hier in der Stadt Mannheim, sondern auch in der Region, denn der Becher soll verwendet werden in Mannheim, aber gern auch in der Region, überall da, wo unsere Unternehmen, die zu diesem Mehrwegsystem gehören, dann auch Kaffee ausschenken. Hat Mannheim jetzt den Startschuss gemacht, oder gibt es schon Städte, die was Ähnliches schon auf den Weg gebracht haben? Oder sind wir hier sozusagen mit der Mann im Pfanne? Nein, es gibt auch andere Städte schon, die dieses Mehrwegsystem schon auf den Weg gebracht haben. Und ich denke, wir sind hier auf dem guten Weg, das jetzt auch mitzumachen. Denn das Abfallproblem ist das eine, aber das andere ist ja auch die Ressourcenverschwendung, wenn wir an die Produktion von Einwegbechern denken. Also da einen Becher mehrfach zu verwenden, immer wieder auch zu spülen, aber auch seinen eigenen Becher, seinen Thermobecher, den man hat, dann auch mitzubringen. Das lässt dieses System auch zu. Es ist offen für ganz viele unterschiedliche Formen des Mehrwegsystems. Herr Pauls, wir haben heute hier den Startschuss zu einem ganz neuen Projekt. Warum hat dieses Projekt für die Stadt Mannheim und für Ihre Schützlinge sozusagen eine ganz besondere Bedeutung? Ja, wir
sprechen ja über Punkte, die auch die der Befragung sich ergeben, nämlich einmal das Thema Sauberkeit und das Thema Aufenthaltsqualität. Und der Becher gehört bei beiden dazu. Einmal, dass wir die Sauberkeit verbessern, indem wir weniger Einwegbecher haben. Aber zum anderen ist es auch ein wichtiger Bestandteil für die Aufenthaltsqualität. Denn Cafés, Nutzung von Bechern und so weiter sind ein Bestandteil dessen, was eine City, was die Aufenthaltsqualität ausmacht. Insofern sind wir froh, dass unser lang gehegter Wunsch jetzt in Erfüllung geht. Lang gehegter Wunsch heißt, es waren Bürger, die direkt an Sie herangetreten sind. Waren es auch Geschäfte, die den Wunsch geäußert haben? Ja, es gab auch einzelne Cafés, aber es war in erster Linie bei uns von den Kunden, auch von den Besuchern gewünscht, muss man ganz klar sagen. Die Cafés und Ales muss man jetzt schon überzeugen auch davon, weil die haben ja teilweise ihr eigenes System. Teilweise sind es auch bundesweite Systeme, die man gucken muss. Aber wir haben jetzt, glaube ich, ein System gefunden, wo man sowohl das Alte behalten kann, wie auch das Neue. Und wir hoffen natürlich, dass nach und nach die Neuen einfach die Alten dann ablösen. Das Ziel ist also, dass im Prinzip in wenigen Jahren alle eigentlich dieses neue Mehrwegbecher-System benutzen. Ziel ist, noch mehr mitmachen, noch mehr von den Kunden benutzt werden, davon hängt es auch ab, und dann möglichst halt, dass die Einwegbecher drastisch reduziert werden. Ganz konkret, wie viel machen jetzt im Moment mit? Von unseren Mitgliedern sind es etwa 10 Gastronomiebetriebe, die dabei sind. Von den Mitgliedern, aber es sind ja andere auch. Ja, aber es werden weitere angesprochen, sodass das Ganze ist jetzt auf dem Weg. Wir werden jetzt damit rumarschieren und Werbung machen, weil jetzt sehen Sie es. Man ein bisschen, soll bald jeder kennen. So, deswegen, jetzt sehen Sie es auch und wie es funktioniert. Das muss man immer mal tatsächlich schon haben. Wir sind hier in unserem neuen wunderschönen Shopping Paradiso 7. Welche Bedeutung hat dieses neue Projekt, dieser Mannheim-Becher, für das Center hier? Ja, für uns hat es eine wichtige Bedeutung, weil eben der Begriff der Nachhaltigkeit nicht nur ein Begriff sein sollte, sondern man muss es tatsächlich auch im täglichen Leben können und auch leben wollen. Und wir rufen gern dazu auf, diese Nachhaltigkeit auch in Mannheim mit dem Mehrwegbecher umzusetzen. Und insofern passt natürlich die Vorstellung des Mehrwegbechers ideal in unsere Reihe, die wir die ganze Woche hier präsentieren. Alles rund um das Thema Kaffee, Herkunft, Herstellung des Kaffees und Röstverfahren, was wir hier auch sehen. Und insofern freuen wir uns, dass wir an dem Thema mitwirken können. Wir haben jetzt am Samstag nochmal einen ganz besonderen Tag. Können Sie kurz erläutern? Da ist ja hier sozusagen die Hölle los in Q6, Q7 und alles dreht sich im Café und um den Mehrwegbecher. Was passiert da? Ja, nicht nur am Samstag, sondern auch schon am Freitag mit der Cupping-Börse, was letztendlich für Kaffee-Experten eine Degustation von verschiedenen Kaffeesorten ist. Und dann am Samstag natürlich das Highlight mit verschiedenen Walking Acts, auch anlässlich des Earth Days, dass wir dort auch nochmal auf die Nachhaltigkeit hinwirken. Und dann natürlich als Highlight die Vorstellung des Mehrwegbechers und der zur Verfügungstellung an die Gesellschaft. Also die Förderung des Umweltbewusstseins spielt in dieser Woche eine ganz, ganz besondere Rolle im Projekt Q7. Und das ist auch ein ganz wichtiger Akzent. Da möchte ich nicht widersprechen, korrekt. Wir sind hier am Ende einer spannenden, sehr interessanten Pressekonferenz in unserem neuen Show im Paradies im Q6, Q7. Und ich begrüße drei charmante Damen neben mir. Ich fange gleich neben mir an bei der Frau Schönfelder, Agnes Schönfelder. Was ist Ihre Aufgabe und was haben Sie mit diesem neuen, tollen Projekt Mannheim-Becher zu tun? Ich bin die Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Stadt Mannheim und für die Klimaschutzstrategie zuständig und hier auch natürlich für unsere Strategie Mannheim auf Klimakurs. Ein ganz besonderes Anliegen ist es uns, die gesamte Stadtgesellschaft mitzunehmen in diesem Prozess Nachhaltigkeit, nachhaltigen Konsum auch anzubieten und hier zum Mitmachen anzuregen. Und das machen wir regelmäßig mit sehr spannenden Kampagnen gemeinsam mit unserer Klimaschutzagentur. Wir haben zwei weitere Mann und Damen, die gehören direkt zur Klimaschutzagentur. Tina Götz ist die Geschäftsführerin und die Projektmanagerin für das, was jetzt heute und hier am Samstag passiert ist, Frau Lingold. Erläutern Sie einfach mal, was passiert. Was ist der Mannheim-Becher, was ist das Besondere daran und warum engagieren Sie sich so enorm dafür? Ja, der Mannheimer Becher ist eine weitere Kampagne, eine weitere Aktion, die wir gemeinsam mit der Stadt Mannheim in Kooperation durchführen. Und bei dem Mannheim Becher, es ist halt kein klassischer Mannheim Becher. Er ist nicht auf Mannheim gemünzt, sondern es geht um einen Becher für die Region, aber auch für Mannheim, dass ihn auch Pendler benutzen können, sich Pendler mit ihnen identifizieren. Auch die Filialisten, die vielleicht in anderen Städten noch vertreten sind, auch mit identifizieren können. Und bei uns geht es darum, kein klassisches System einzuführen, wie man es vielleicht aus Freiburg
Hamburg oder aus anderen Städten kennt, sondern bei uns geht es darum, mit dem Becher ein flexibles System einzuführen, wo sich alle daran beteiligen können und alle auch ihren Benefit von haben. Herzlichen Dank. Und die Frau Gudi erläutert nun, was machen die Kunden? Die möchten hier mitmachen, die kommen am Samstag hierher, sind total begeistert, kaufen gleich 20.000 Becher. Nein, was passiert ganz konkret? Was machen die? Was ist die Aufgabe? Was soll die nächsten paar Wochen passieren? Also am 24. März ist der Auftakt geplant. Das heißt, zum einen gibt es das zentrale Event hier in Q6, Q7 und vor allen Dingen wir sind vertreten auf dem Münzplatz draußen zwischen den beiden Flächen. Da machen wir rund um die Kampagne viele verschiedene schöne Angebote, Aktionen, machen auch mal deutlich, was ist eigentlich das Problem am Einwegbecher, also hinsichtlich seiner Umweltschädlichkeit, sage ich jetzt mal. Das machen wir da sehr schön sichtbar. Zum anderen erfährt man hier viele schöne Sachen rund um das Thema Kaffee. Okay. Es ist nun mal das Hauptbefüllungsgetränk des Mehrwegbechers, deswegen kann man hier Kaffee trinken, testen, rösten, sich darüber informieren. Das alles passiert hier in diesen Räumlichkeiten. Zum Zweiten, all die Teilnehmer der Kampagne, das heißt die Betriebe, die nun tatsächlich den Becher auch anbieten, machen an dem Tag etwas Schönes, Nettes für die Kunden. Das heißt, es gibt ein kleines Add-on, sage ich jetzt mal, ein bisschen was an Prozenten, ein süßes Teilchen dazu. Das heißt, wir starten gemeinsam mit den Partnern an diesem Tag mit unserem Projekt. Herzlichen Dank. Vielleicht gerade noch zum Abschluss. Wie ist der aktuelle Stand? Wie viele Partner gibt es und wie viel wird es in 3 Jahren geben? Zahl 14 ist ja mehrfach genannt geworden. Wir haben 14 Betriebe mit über 50 Verkaufsstellen, wo man teilnehmen kann. Ich kann ganz klar sagen, unser Telefon ist fast nicht still. Es geht ständig weiter. Das heißt, es wird bei den 14 nicht bleiben und es wird auch nicht nur bei Cafés und Bäckereifilialen bleiben. Also es wird irgendwas passieren in der Richtung. Also mit dem 24. März ist das Thema nicht in Mannheim vorbei.